Das Topmodell aus dem Hause Kestle hört auf den Marmon RX 10 2.0. Der Ski gefiel uns mit seinen sehr guten Führungseigenschaften in der Ebene und er zählt zu dem zweitleichtesten Skipaar im Test. Bergauf als auch in der Beschleunigung zeigt er jedoch kleine Schwächen. Hier fehlt im Abdruck etwas der Grip. Für wen ist dieser Ski geeignet? Der Ski eignet sich vor allen Dingen für schon sehr gute, technisch versierte Läufer. Einmal in Fahrt hält in der Ebene den Kestle RX 10 2.0 kaum einer auf.